Ich tanze zum Beispiel auch sehr gerne einfach abends. So einfach Im mach meine Zimmer? Lieblingsmusik an, genau, und tanze dann wild durch mein Zimmer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Heute ist Julina bei uns. Hi! Willst du dich kurz mal vorstellen? Ja, ich bin die Julina. Hi! Und ich bin vor allem erstmal noch Schülerin und mache nebenbei noch ein bisschen Social Media. Also ich bin aktiv auf Instagram und lade auch öfters mal was auf YouTube hoch. Vielleicht kennt mich der ein oder andere von der Mädchen-WG. Genau, ja. Ich habe schon gehört, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Finde ich super bewundernswert. Ich meine, du bist ja erst 16. Ja. Und es ist krass. Das heißt Rock Your Day. Und da geht es auch um Motivation, um Alltag und um Sport. Genau. Darüber reden wir auch heute. Hast du eine bestimmte Sportart, die du immer machst? Oder wie genau sieht es bei dir aus? Ja, schon. Also ich bin eine sehr sportliche Person und ich brauche das auch total, um so meinen Körper zu regenerieren und einfach meine Gedanken zu ordnen. Und genau, ich mache Leistungstouren, schon seit ich klein bin. Ich glaube mittlerweile echt 12 Jahre oder so. Und davor habe ich auch einige Sportarten ausprobiert. Und sonst mache ich einfach Workouts zu Hause und versuche mich so ein bisschen fit zu halten. Cool, also machst du das dann jeden Tag oder nur einmal die Woche, wenn du Leistungssport machst? Ich versuche es jeden Tag zu machen. Okay, ja. Es gibt ja einige Möglichkeiten, einfach am Tag so in Bewegung zu kommen, da muss man ja nicht unbedingt einen Workout richtig machen, sondern ich tanze zum Beispiel auch sehr gerne einfach abends, so einfach mach meine Lieblingsmusik an, genau, und tanze dann wild durch mein Zimmer. Das kann auch schon ein ganz gutes Workout sein. Ja, ja, doch. Mega cool. Ich mache auch Workouts, aber ich versuche mich da ein bisschen strukturierter ranzuhalten. Also ich würde super gerne jeden Tag das machen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Hast du vielleicht Tipps, wie ich mich da motivieren könnte? Also mir hilft es immer, wenn ich von der Schule nach Hause komme. Du gehst ja auch noch zur Schule, gell? Dann ziehe ich direkt meine Sportklamotten an. Okay. Also es gibt ja einige, die ziehen dann eine Jogginghose an oder ja, machen irgendwie eine Netflix-Session oder so, gell? Ja, das kennt man ja auch manchmal. Aber mir hilft es total, wenn ich direkt meine Sportklamotten anziehe, weil ich dann auch super motiviert bin, mich eben zu bewegen. Und keine Ahnung, diese engen Klamotten, die ja, motivieren mich dann, einen Workout direkt zu machen. Ich meine, manchmal hat man ja auch auf die Schule keine Lust oder allgemein so ein Alltag in der Schule oder in unserem Alter ist ja oft mal ein bisschen langweilig und eintönig. Und hast du da irgendwelche Tipps, die man anwenden könnte, um sich da so ein bisschen mehr Motivation zu bringen? Also das ist wirklich schwierig so. Ich denke mir halt so, ich gehe jeden Tag rein und denke mir, ich möchte das Beste draus machen und den auch produktiv nutzen. Und deshalb, ja, versuche ich dann auch in der Schule halt so einfach meine Energie zu zeigen. Und wenn die anderen Leute dann auch gut drauf sind, dann ziehe ich daraus meine Motivation und Energie auch und den Spaß an der Sache irgendwie. Und man hilft sich gegenseitig mit seiner Energie und guten Laune. Voll gut. Also anstecken lassen von anderen ja, Leuten, wenn man mal nicht so gut drauf ist. Weil irgendjemand ist dann immer besser gelaunt als man selbst und dann kann man sich richtig, ich sag mal, inspirieren lassen oder anstecken lassen. Aber ich habe ja vorhin schon von dir erfahren, dass du ein Buch geschrieben hast. Finde ich auch super krass. Ich meine, du bist ja noch super jung und da schon ein Buch geschrieben zu haben, ist Wahnsinn eigentlich. Danke. Um was geht's da so? Auch um so die Themen, die wir gerade angesprochen haben? Ja, genau. Also ein Kapitel ist auf jeden Fall Sport. Und es gibt dann auch noch Themen wie Schule, Social Media und Familie, Freunde, Liebe, so in dem Bereich. Und ja, ich habe einfach versucht, einige Geschichten und Erfahrungen aus meinem Leben da reinzupacken, aber auch eben Tipps und Tricks. Also wir haben ja auch schon einige Tipps und Tricks angesprochen jetzt gerade. Und in meinem Buch habe ich auch einige davon reingeschrieben. Mega schön. Echt krass. Also
finde ich super bewundernswert und ich glaube, da muss ich auch mal reinschauen. Ihr könnt ja gerne mal in der Infobox bei uns vorbeischauen. Da verlinken wir die Kanäle von Julina. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen und einen Daumen hoch geben. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Ungeschminkt-Video. Tschüss!